Die Wasserfreunde Spandau bleiben weiter auf Erfolgskurs in der Bundesliga. Auch gegen den AST Duisburg leisten sie sich kaum Fehler und siegen souverän mit 15:3. Wir sind ziemlich zufrieden sogar, weil wir 3 Corona-Fälle in der Mannschaft gehabt haben. Also wir waren ein bisschen geschwächt. Aber wir können auf jeden Fall mit dem Ergebnis zufrieden sein, weil wir haben echt souverän gewonnen und ja, nach Plan gespielt. Die Spandauer in den schwarzen Kappen lassen sich ihre knapp 3-wöchige Abwesenheit in der Bundesliga nicht anmerken. Nach Corona-bedingten Spielabsagen und der Champions League sind sie nun wieder voll da. Insbesondere Torhüter Laszlo Baksa glänzt heute durch seine Paraden und hält seiner Mannschaft schon früh im Spiel den Rücken frei. Ja, also wenn Lazi einen richtig guten Tag hat, ist es für jede Mannschaft weltweit schwer, bei ihm ein Tor zu machen. Das haben wir heute auch wieder gesehen. Der hält einfach alles. Vorne schaffen es die Gastgeber im Laufe der ersten Hälfte immer mehr 1:1-Situationen herauszuspielen und gehen mit diesem Treffer von Yannick Giroud und dem Stand von 8:1 in die Halbzeitpause. Verbesserung ist immer möglich, aber dennoch konnte ich ein paar schöne Dinge heute machen und auch gut mit der Mannschaft Verteidigung spielen. Die Spandauer, die schon das Hinspiel mit 12:8 für sich entscheiden konnten, beweisen auch nach der Pause ihre starke Form. Gerade durch schnelle Balleroberungen und die daraus folgenden Gegenstoßtore, wie hier durch Marin Restovic zum 11:2, können sie ihre Führung weiter ausbauen. Die Wasserfreunde bieten ihren Gästen kaum noch Chancen und so trifft Sebastian Andruskiewicz zum Endstand von 15:3. Die Berliner also weiterhin souverän und können auch das 7. Spiel in Folge gewinnen. Also wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, jedes Spiel, was jetzt kommt, zu gewinnen und unseren Plan beizubehalten und also unsere Spielweise und auch im Training auf jeden Fall mental und physisch da zu sein und einfach so weitermachen. Als nächstes wartet der SV Ludwigsburg auf die Spandauer und diese Saison stehen auch noch 2 Spiele gegen den Dauerrivalen von Waspo 98 Hannover an. Doch bis es soweit ist, bleiben die Wasserfreunde weiter auf Erfolgskurs und somit auch ganz oben in der Tabelle der Wasserball-Bundesliga.